kann mir einer sagen, warum das passieren muss? Warum ist der Trojanische Krieg angefangen? Meine Herren, der Krieg ist nicht wegen der Erwähnung, nicht wegen der Tat. Der Trojanische Krieg leider hat seine Wurzel in der Eitelkeit der Frau. Tut mir schrecklich leid. Aber meine Damen, denken Sie gar nicht dran, dass die Männer besser sind. Ich erzähle eine ganz kurze Geschichte, dass damals in Olymp, Rom, da haben die Götter ein riesiges Fest gemacht. Und der Aphrodite, die Hera und die Athene sitzen in einer Kneipe, trinken Benzina und tratschen über die Männer. Und dann geht eine ältere Göttin vorbei. Die Göttin des Streites, die Iris. Yeah. Dann geht sie vorbei, und weil sie alter nie so schön war, wie sie, die drei, sie haben sie geschnitten. Sie wollten mit dem Alten nichts zu tun haben. Und da fängt der Krieg an. Also dann sieht diese Frau das an und sagt, euch Schlafzimmerweiber, denn ich habe was mir dafür ausdenken. Geht in den Busch und dann findet sie so einen riesen Apfel und schreibt den drauf. Für die Schönste. Und schmeißt den Apfel in die Runde der drei Damen. Und was passiert da? Ja. Meine Herren, da hätten Sie die schönsten, göttlichsten Brüste der Welt sehen können, weil sich die Frauen die Blusen zerfetzt haben, die Haare zerrupft haben. Weil die eine sagte, ich bin die Schönste, nein, sagte die andere, ich bin die Schönste und so weiter. Und dann geht ein kleiner Hirte vorbei. Der war im Exil, weil er zu Hause ihm das verbrochen hat. Das war der Prinz von Troja, da musste er als Hirte dienen. Und dann sagt der Aphrodite, den fragen wir mal, der ist neutral, da wollen wir uns nicht weiter streiten und zerfetzen. Fragen wir einen neutral. Dann rufen sie ihn und in dem Moment, wo er ganz in die Nähe kommt, dann sagen sie zu ihm, wenn du es mir gibst, dann kriegst du die schönste Frau der Welt. So, meine Damen, der Junge, der wird neutral hier was entscheiden. Und was tut er? Entscheidet sich die Aphrodite. Und da fing schon also die Vorbereitung des Krieges an. Sie müsste ihm die Frau finden und geben. Die arme Helena war bis dahin unschuldig. Aber denken Sie gar nicht, dass die Männer besser sind. Meine Damen, nach diesem Video erzähle ich Ihnen etwas Wunderbares über die Männer.